Servus und Wagnermann Sei, Leute. Ich bin heute auf einer Mission. Ich habe einen Freitagabend und Samstagmorgen mal, um endlich jagen zu gehen. Und morgen früh möchte ich es unbedingt auf Creme probieren. Wir haben jetzt den ersten Samstag im August. In Baden-Württemberg geht im August die Jagdzeit der Krähen auf. Und ich bin wieder bei meinem guten Kumpel Gregor im Revier, wo ich jedes Jahr Krähen jagen gehen darf. Kennt ihr schon aus meinem Teil, den verlinke ich euch hier oben, wenn ihr euch für den anderen Teil noch interessieren wollt, von letzten Jahr im Herbst. So, dieses Jahr ein bisschen früher und ich bin gerade schon ein bisschen durchs Revier gefahren. Die Krähen sind wieder da. Hier gerade in der Ecke hier hinten an dem Stoppelacker und in der Nähe ist das Maisfeld. Das ist natürlich ideal jetzt dieses Mal, dass ich nicht wieder in die Hütte gehen muss. Deswegen gucken wir noch mal kurz. Ja, da hinten fliegen sie. Das wäre eine ideale Stelle. Zumal ich habe genügend Deckung mit dem Mais. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir da auch kurz hinfahren. Die interessiert es bis morgen früh nicht mehr. Wir haben da eine Idealstelle. Ich habe einen Mais als Deckung und wir haben auch noch Fraßfläche. Also die Krähen saßen hier von selber auch schon drauf mit dem Stoppelacker. Ideale Voraussetzungen tatsächlich für einen Ansitz und was man hierzu mal auch beachten muss, hier gibt es viel Publikumsverkehr. Deswegen bietet sich da die Schussrichtung auch richtig gut an. Hier ist kein Wanderweg in der Nähe. Deswegen würde ich mir den Platz einfach tatsächlich mal genauer angucken. Dann fahren wir mal hin. Ja, wie ihr seht, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es sind immer fleißig Krähen hier und hier saßen jetzt bestimmt 15, 20 Krähen auf diesem Stoppelacker, die ich schon ein bisschen weiter von vorne, ich zeige euch mal den Stoppelacker, genau, also hier im Hintergrund seht ihr den Stoppelacker. Ich befinde mich jetzt mit dem Auto hier auf einem Art Weg und Leute, was gibt es Besseres, wie jetzt hier einen Mais als Deckung von hinten. Zumal es auch noch geiler wird, weil hier hinten auch ein Strommast ist. Und da sitzen die Krähen hier wirklich in dem Revier sehr gerne. Da haben sie sich jetzt auch alle hin verzogen. Alle Krähen. Außer hier die zwei. Die sind jetzt aber mittlerweile auch weg. Also ich glaube, ich brauche nicht länger wirklich nach einem Krähenstand suchen. Ich werde mich morgen früh hier platzieren. Werde mir hier so in die erste Reihe werde ich die Blätter wegmachen und meinen Tarnschirm um den Mais rumbauen. Und dann habe ich die ideale Rückendeckung von hinten, dass die Krähen mich nicht sehen und von vorne mit dem Tarnschirm. Ich glaube, das wird gut, wenn die Krähen dann auch wirklich tatsächlich dann hier einfallen wollen. Jetzt aktuell vom Wind, man muss beim Krähenjagen auch auf den Wind achten. Hier ist aber meistens relativ windstill. Deswegen ist es, glaube ich, egal, wo die Krähen einfallen. Sie könnten natürlich wegen dem Strommast auch von hinten kommen, aber die kreisen hier in dem ganzen Revier rum. Ja, kommen auch gerne mal von gegenüber aus dem anderen Revierteil und fliegen hier Richtung Dorf und dann bietet sich natürlich hier der Stoppelacker perfekt an. Astrein, Leute, freut mich riesig, dass das jetzt so schnell geht. Brauchen wir nicht länger groß rumgucken, brauchen wir nicht die Krähen jetzt noch mehr verschrecken. Ich glaube, das hat ihnen aber nichts ausgemacht. Das Auto kennen sie nicht wirklich. Deswegen sehen wir uns morgen früh an dieser Stelle beim Krähenaufbau. Jetzt heißt es Platz suchen für Abendansitz.
es nicht mal zum Sitz hoch geschafft. Jetzt ist da schon ein weibliches Stück ausgetreten. Oh Mann, was mache ich jetzt? Ich liege jetzt hier neben euch auf dem Boden. Fernglas auf dem Jagdrucksack. Das könnte halt gut sein, dass da jetzt ein Bock nachkommt. Die Waffe ist nicht mal geladen, weil ich noch nicht auf dem Handsitz bin. So, jetzt seht ihr mich auf der GoPro. Die Kamera ist auf dem Stativ oben und nimmt, glaube ich, auf. Also wie gesagt, Jagdrucksack. Und es ist ein weibliches Stück. Ich hätte fast von der Statur her gesagt, eine Geiß. Es kann gut sein, dass da ein Bock hinterher kommt. Was mache ich, Leute? Sitz ist nicht weit weg. Sitz ist genau da. Aber wenn ich jetzt hier aufstehe, hat mich das Stück. So, ich bin jetzt zwar hochgekommen, aber die letzten Stufen hat mich leider das Stück entdeckt und ist abgesprungen wieder in den Wald. Heißt aber nichts, der Abend ist noch sehr jung, ich bin sehr früh auf dem Sitz, also ich bin guter Dinge, dass hier vielleicht doch noch was rauskommt. Schauen wir mal, bald mal sein. Es ist gerade Bock und ich bin jetzt gerade ziemlich.
So ein schönes Tier. Es klingt immer so makaber, wenn das Jäger sagen, aber wir haben einen wahnsinnigen Respekt vor diesen Kreaturen, die wir bejagen. Und es ist immer von jedem Jäger der Anspruch, perfekt zu weit werken. Und in dem Fall hat es mir wirklich geklappt. Und da fällt mir immer ein Stein von Herzen, wenn die Stücke auch liegen. Und in dem Fall, wenn er direkt hier auch noch an Ort und Stelle liegt bei dem Schuss, wundert mich es tatsächlich nicht. Weidmannsdank, das freut mich sowas von. Sitznahmebruch Richtung Haupt, der letzte Bissen in den Äser. Und der Schützenbruch auf die rechte Seite vom Hut. Ich habe jetzt leider eine Cap an. Die sind einfach teilweise deutlich bequemer. Verzeiht es mir. Ich mache ihn hinten rein. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich jetzt das hier freut. Bei meinem Freund. Perfekten Abschlussbock. Über ein hochwertiges Wildbret. Ich bin richtig happy. Guten Morgen, es ist soweit, es steht Krähenjagd an. Ich bin relativ zeitig jetzt ins Revier rausgekommen. Wir haben jetzt kurz nach 4:30. Um 6 Uhr soll ungefähr schon Sonnenaufgang sein, also bedeutende Dreiviertelstunde vorher wird es hell. Ich denke, da habe ich noch genügend Zeit. Ich fahre jetzt an die Stelle, wo wir gestern ausgemacht haben. Genau da ist die Hütte. Da muss ich runter. Die ich mir ausgemacht habe und baue dann da jetzt relativ fix die Krähen auf, muss das Auto wegstellen, das ist ganz wichtig, dass die das nicht damit verbinden. Vielleicht nutze ich hier gleich die Hütte damit, weil der Wald ist tatsächlich fast ein Ticken zu weit, das kann ich kaum laufen, aber die Hütte bietet sich an, da können sie es vielleicht nicht zwingend miteinander verknüpfen. Ja, da gibt es einen super Parkplatz, dann stelle ich mich dahin. So der Plan, also heißt an die Stelle jetzt hin und hier doch anders fahren können. Scheiße. Dann fahren wir. So, fahren wir rechts rum, wenn wir schon hier sind. Also, bauen wir auf. So Leute, es ist soweit. Es ist jetzt hell, aber ich habe gerade die ersten Krähen gehört. Scheint gut was los zu sein. Ich bin echt gespannt, was passiert. Deswegen heißt es jetzt Ohrenspitzen, Augen auf und Weidmannsheil.
Also die ersten sind direkt vor mir gekommen, aber das waren mir leider jetzt von Anfang zu viele. Ich hätte lieber eine einzelne Krähe, weil hätte ich jetzt da reingeschossen, davon wäre kein einziger mehr gekommen. Aber war eine gute Chance, so kurzer Zwischenstand. Ich hatte bis jetzt erst wirklich den Anflug heute direkt am Morgen, als es hell war. Und jetzt ist es auch relativ ruhig. Ganz komisch. Ja. In diese Menge wollte ich jetzt direkt am Anfang nicht reinschießen. Wir haben jetzt hier keine ultra krasse Population. Und mir wäre einzelne lieber, die hier reinfallen, sodass keine Zeugen da sind, weil hätte ich jetzt da reingeschossen, waren auch tatsächlich zwei im Lockbild. Hätte ich da jetzt reingeschossen, dann wären die alle weg gewesen. Also deswegen kann man nicht ändern, habe ich mich so entschieden. Jetzt heißt warten, dass vielleicht nochmal ein anderer Anflug kommt. So, die Ruhe. So, die Zeit, wo jetzt hier nichts los ist. Ich habe aber kurz hingeguckt, am Strommasten hocken sie alle. Oh, okay. Grün. Darf es nicht wahr sein, jetzt sind sie hinten am anderen Ende vom Acker gelandet. Nummer 1. Ah, das ist scheiße, die sind jetzt hier alle und die Krähe liegt mitten im Lockbild. Das ist keine ideale Situation, ich habe auch keinen Hund. Weshalb ich jetzt, wenn es ein bisschen ruhiger wird, die Krähe hole für den nächsten Flug. Also die ist jetzt schon fast hergekommen. Die erste war nicht auf dem ersten Schuss direkt tot, deswegen habe ich im Lockbild nochmal einen Fangschuss angetragen. Jetzt liegt sie aber. Okay, also Krähen sind definitiv jetzt unterwegs. Ich hätte jetzt ja einmal weit mal Zeit. Und ich glaube, jetzt ist gerade eine gute Lücke. Jetzt hole ich mal schnell die Krähe. Weitmanns Dank. Krähe Nummer 1. Scheint auch eine ältere zu sein. Von der Zunge her, die ist pechschwarz. So, nochmal schnell kontrollieren. Was ich euch eigentlich zeigen wollte. Hals ist schon ganz rau. Ich habe den Krähenlocker von Lockschmiede. Und ich finde ihn ziemlich cool. Der lässt zu, dass man zwei unterschiedliche Töne machen kann. Der etwas tiefere Ton, den kriegt man hin, indem man so ein rechts macht. So. Das klingt dann ungefähr so. Und noch bevor ich das mache, der Sammellaut von den Krähen, das sind immer so dreimal durchschnittlich. Das hört man das meiste Mal. Achtet mal darauf, wenn ihr draußen seid. Die Krähen machen meistens so. Genau. Und das spiele ich auch meistens mit dem Locker. Und ich variiere zwischen den Tönen. Also der tiefe Ton. Und dann kann man zusätzlich noch so ein bisschen höheren machen. Einfach nur durchpusten. Finde ich ganz cool. Ist ein bisschen eine Variation drin, dass es sich nicht immer gleich anhört. Schauen wir mal, ob es klappt. Zähe Geschichte heute. Ganz wenig Anflug. Apropos Flug, man erkennt einen deutlichen Unterschied, ob was für eine Vogelart das ist. Bei den Krähen
wenn die ankommen, die haben ganz gleichmäßig, ganz langsamen Flügelschlag beim normalen Flugbild. Deswegen können wir relativ schnell erkennen, ob es eine Krähe ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Taube, die hat einen ganz schnellen Flügelschlag. Und ein Bussard oder sowas, der hat einen noch langsameren wie Krähen. Also wir erkennen es so ein bisschen anhand vom Flugbild, was auf uns zukommt. Oh, und da kommt eine Krähe. Weidmanns Hai. Nochmal bin ich unterwegs. So, und was ihr hier hinter mir seht, hier oben, das ist eine Do-it-yourself-Stange mit einer Wächterkrähe obendrauf. So nennen wir das. Der Vorteil von so einer Wächterkrähe ist, dass die Krähen denken, okay, es wacht jemand über unserem Lokbild oder halt eben ihren Freunden. Das sieht man relativ oft in der Natur, dass welche auf Bäumen hocken und die anderen unten am Fressen essen. Ich weiß nicht, wie man es bei den Krähen tatsächlich gerade nennt. Und der Vorteil ist, dass auch die von weiter weg gesehen wird. Also zum Beispiel jetzt hier mit dem Maisfeld hinter mir, die ist deutlich höher vom Maisfeld. Also könnte sein, dass die schon von Weitem, zum Beispiel vom Strommasten, die Krähe sehen. Also Wächterkrähe und das vor mir Lokbild. Oh, da springt ein Reh. Oh nein, ich aus. Hau du mich an. Nummer 4. Was ist denn jetzt gerade los? Zwei Krähen innerhalb einer Minute. So, während wir hier auf die Kameraden hier drüben im Wald warten, ja, die schwirren immer noch schön rum, zeige ich mal ein bisschen was zu meiner Ausrüstung heute. Und zwar habe ich meine Browning B725 dabei. Ich habe jetzt
keinen Schlauch rumgemacht. Ich versuche immer die Waffe relativ niedrig zu halten, sodass die das nicht mitkriegen. Ist ja auch meine Tontaubenwaffe, also bin sehr gut vertraut mit der Waffe. Deswegen kein Automat, und wenn man jetzt hier alleine im Schirm ist, ich habe jetzt ein bisschen weiter aufgebaut, dann kann man auch sehr gut nachladen. Zur Munition, ich habe von Fiocchi die 2,7 mm Variante mit 32 Gramm und einer abgeschossenen Hülsenlänge von 67. Ich habe da auch ein Video gemacht, mal dazu, zu der Munition. War nicht so begeistert, aber ich muss die Munition jetzt wegkriegen. Ich verlinke euch das Video, wo ich die Munition teste, mal hier oben. Und ja, aber jetzt die zwei Krähen. Ich glaube, die erste war so auf 20 Meter und die zweite tatsächlich mit dem zweiten Schuss bestimmt auf gut 30 Meter. Ist dann auch vom Himmel gefallen. Also heute Schussleistung und Munition tatsächlich gar nicht so schlecht. Und sonst soweit, das war's. Lockkrähen sind von Ovis, habe ich mir da bestellt. Alle, also hier die Wächterkrähe, ich habe Halbschalen, die zeige ich euch später noch im Lockbild. Ja, so viel zur Ausrüstung. Ja Leute, ein erfolgreicher Morgen, wie ich finde, geht zu Ende. Ich konnte heute Morgen 4 Krähen strecken. Ich bin tatsächlich in meiner Schussleistung sehr zufrieden. Ich habe eine, die sehr schnell vorbeigeflogen ist, habe ich verfehlt. Aber die, die ins Lockbild eingeflogen sind, habe ich alle bekommen. Macht mich richtig happy. Ja, für das, wie viel Anflug tatsächlich da war, tippitoppi. Ich bin richtig happy. Es hat richtig Spaß gemacht und wir haben was Gutes fürs Niederwild getan. Denn Krähen, hier in dem Fall jetzt Rabenkrähen, können wirklich dem Niederwild schaden, wie zum Beispiel Junghasen oder auch unseren ganz normalen Vögeln, unseren Singvögeln, die die Eier aufpicken. Deswegen, hier ist die Population noch relativ hoch. Heute jetzt nicht so viel Glück gehabt mit dem Anflug, aber dennoch 4 Kreaturen weniger und deswegen sterben jetzt Krähen auch nicht aus. Ich glaube, das reicht als Begründung. Weitmals Dank, mir hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat dieser Film auch Spaß gemacht. Lasst mir gerne doch einen Daumen da und gerne auch ein Abo, wenn euch meine Videos wenn euch meine Videos gefallen. Danke fürs Zuschauen. Grüße und Weidmannsheil, euer Chris Hunting.